Liebes Publikum, am 9. Mai sollte die Premiere von Rusalka stattfinden. Anstatt traurig zu sein, möchte ich mit Ihnen meine Freude teilen, dass wir doch diese Produktion in der nächsten Spielzeit auf die Bühne bringen werden. Außergewöhnliche, interessante und grausame Geschichte von einem Märchen. Es geht wieder um die Liebe und mehr. Wegen der Liebe möchte die Nix ein Mensch, eine Frau werden. Mut und Kraft schöpft sie aus ihrer Sehnsucht nach menschlichen Gefühlen, die sie nur flüchtig erblickte, als sie den Prinz sah. Diese Nix hat Leidenschaft für die Wärme und Gefühle. Wegen der Liebe ist Rusalka bereit, stumm zu sein, ohne Stimme, was für uns auf der Bühne eine Herausforderung ist. Rusalkas Vorstellungen und Träume, wie Menschen miteinander umgehen, werden am Ende nicht erfüllt, trotz aller Prüfungen, die sie erlebt. Sie bleibt alleine, in Trauer zurück und innerlich gebrochen. Allen viel Gesundheit und hoffentlich bis bald. Bis dahin bleibe ich mit meiner Katze und über weiter.